Recht herzlich willkommen zur 57. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir sind hier in dieser Geschichte. Ich stelle mir gerade die Frage, was das hier ist. Achso, das sind zwei Zeichen, die man da so ein bisschen sieht. Alles klar. Wir gehen in die Dralo Escape und fliegen dann auf einem Escape-Kurs am Mond vorbei. Da müssen wir nur gucken, wie wir das hinkriegen. Wir brauchen jetzt erstmal die Übersichtskarte, weil da sehen wir das. Wir haben hier noch so ein tolles Teil drin. Okay, das ist hier. Und wir haben ein Manövernot jetzt hier auf dieser Ellipse. Und müssen jetzt gucken, wie wir das hinkriegen, dass wir den Escape beim Mun haben. Das ist 03 und das ist 01. Das heißt, das passt ja auch schon mal nicht. Das ist auf jeden Fall zu korrigieren. 04, das war also falsch rum. Oder? Das mache ich doch jetzt richtig, oder? Ha? Nee. Wo sind die Teile da? 0,5. 1,1 passt nicht. Was haben wir jetzt? 0,4. Da auch. 0,3. Aber wird wieder mehr, ne? Oder wie sehe ich das? 0,5. 0,5. Dann bleiben wir da mal bei 0,3, weil wir das da eben hatten. Das ist die beste Annäherung wahrscheinlich. Sieht so aus. Gut, und jetzt müssen wir den Kreis wahrscheinlich noch ein bisschen vergrößern und dann verschieben wir den. Und irgendwann haben wir so ein Escape. Weil der Mund dann an der richtigen Stelle sein muss, ne? Ich glaube, wir müssen noch weiter raus. Größer ziehen erstmal. Irgendwann. Hallo? Irgendwann müssten wir ja da mal den. Halt, stopp, da ist er. Hier, da ist das mit dem Lilanen, was der Dralo mir geschrieben hatte. Nee. Wir müssen Escape-Kurs haben, das würde bedeuten. Aber irgendwie sieht das gerade komisch aus, ne, oder? Das war da gerade. Nee, das sieht komisch aus. Ah, da ist er. Aber das ist viel zu weit weg. Ja, der Escape-Bus ist schon der richtige, ne? Und jetzt? Aber damit wird das hier ja nicht besser, oder doch? Neunhundertachtundzwanzig. Ja. Nee. Irgendwie gefällt mir das gerade nicht. Nee. Jetzt hat er das wieder weggemacht. Irgendwie ist das doof gerade. Dieses ist jetzt viel zu groß, ne? Stopp, da war er auch wieder.
Aha. Da fliegen wir dabei und werden dann da Richtung abgelenkt. Ne, das ist dann die falsche Stelle wahrscheinlich. Irgendwie klappt das nicht, was ich vorhabe. Ah, jetzt verstehe ich das ganze Werk. Ah, ich bin hier näher dran und das ist dann der Escape-Ecke hier sozusagen. Okay. Jetzt müssen wir nur irgendwo den Mund dabei finden, ne? Das für Dinger. Was ist das für eine Linie? Keine Ahnung. Wir möchten Escape mit einem Moon-Flyby. Wo geht das? Halt, jetzt geh doch nicht so weg. Aber das ist nicht das, was ich möchte, oder? Das ist vor dem Mund vorher, alles klar. Da wär's doch, oder? Und das ist jetzt 376, aber es ist auch noch. Kann das sein, dass es vor Mund noch hergeht? Ne, ich flieg hinterher. Das ist viel zu weit. Oder? Boah, der springt wie bekloppt. Aber das ist das, was ich brauche. So, und was sagt er mit dem Fliegen hier? 802. Und dann geht's irgendwo hin, wo ich gar nicht weiß, wo es hingehen soll. Interessant. Ja, das ist ja jetzt ganz komisch hier, ne? Ich will ja schon escapen, das ist ja kein Ding. Aber ich will aber auch so ein bisschen, glaube ich, diese Ellipse hier behalten, oder? Ich glaube, wir sind da irgendwie erstmal ganz falsch unterwegs. Focus View. Jetzt kriege ich den Fokus wahrscheinlich nicht mehr auf dem Körbe, ne? Hallo? Doch, jetzt hat er das wieder gemacht. Unset Target. Ach ne, das müssen wir Set Target machen. Okay, das passt ja dann. Ich glaube, das hier, das ist nicht das, was wir brauchen. Nochmal weg hier. Kriege ich das jetzt nicht weg? Hallo? Ist jetzt weg? Ich glaube, es ist weg. So, ich muss hier ein Add-Manöver machen, ne? Genau. Weil da muss ich erstmal die Waage zum Mund hinkriegen. So, das wird mehr, da haben wir schon mal voll falsch rumgemacht, ne? Ist das noch richtig so? Sieht so aus. Das war jetzt ein bisschen zu viel, aber ich glaube, so können wir es lassen. Das ist 0 und da ist auch 0.
Und das machen wir jetzt erstmal. Gut. Und dafür müssen wir jetzt hier uns passend drehen. Da müssen wir noch da. Aber ich glaube, wir können erstmal bis hierhin fliegen. Warp hier, weil bringt ja nichts. Hallo? Sind wir das hier nicht? Halt, stopp. Ich habe doch gesagt, warp bis hier, oder? Warp to next Manöver. Also das ist jetzt komisch, da ist mir echt... Gut. Wo sind wir denn jetzt, bitteschön? Hier irgendwo, ne? Genau, ja. Und jetzt müssen wir hier gucken, dass wir den erstmal einfangen, ne? Na, ich glaube, wir müssen andersrum. So. Viel zu schnell über das Ziel hinausgeschossen. So. Ich sehe jetzt natürlich nichts, wo der richtige Punkt ist. Oh nee, ne? Jetzt schon wieder vorbeigeflogen. So. Einmal fixieren. Ich glaube, so ist das jetzt. Kurz vorfliegen. Bis wir da ankommen. Was? Note in ein... Das ist doch Dralos Escape und wir sind doch jetzt hier. Wieso Note in einer Stunde 13 Minuten? Halt, stopp, ey. Wieso zeigt er mir jetzt, die Zeit wird immer mehr anstatt weniger? Weg damit. So, nee, da wollte ich das Manöver adden. Add Manöver, gut. Und jetzt müssen wir... Andersrum. Ja, super, das hat gut geklappt, aber es geht sogar noch. Nee, da muss ich doch noch in die Richtung. Null zwei, null eins, null eins, null eins, null null, wunderbar. So. Und das Ganze findet in 2 Minuten statt. So, das ist auch richtig so. Und ich habe es auch schon richtig ausjustiert. Das passt also auch. War eben schon 2 Stunden rüber wahrscheinlich. So sieht's aus. Naja, okay.
So, Z war Vollgas und X war Vollbremsung, ne? Warte mal, ich drehe mal das Ding, damit ich den Linien nicht durch meine Zeit habe. So, eine Minute läuft schneller runter. So, 50 Sekunden. Und ich habe die Taste da und da und dann sollte das funktionieren. Würde ich hoffen. 38. Das wird auch gerade automatisch abgespeichert. Auch schön. So. Mach mal was. So, 21, 22, ne, 19, 18. Oh, ist das anstrengend, ne? Gut. 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Und stopp. Passt. So, jetzt ist das 0,0 und das auch. Und das ist schon mal richtig. Gut. Das Manöver war dort. Jetzt müssen wir das nächste. Das kann weg. Müssen wir noch ein Manöver setzen. Add Manöver. Und da wollen wir größer werden. Das ist klar. Macht er jetzt gerade so richtig super, das größer. So. Okay, das passiert jetzt, weil ich nicht mehr rund bin. So, nochmal wieder größer werden. Irgendwann müssen wir ja den Mund treffen, ne? Stopp, das ist schon weit weg. So, und jetzt gehen wir weiter vor. Und da ist der Mund. Da ist der Mund. Und das ist 1,4 Millionen weg. So, das ist die Geschichte, die ich haben möchte. Allerdings muss die Höhe dann noch ein bisschen eingestellt werden. 74. So, da weiß ich nicht. Ja, er zeigt mir da was an von 188. Ich sehe aber nichts mit. Das ist zu viel. Da lande ich, glaube ich, auf dem Mund. Dann nehme ich mit und komme da dran vorbei. Ja, das wäre es eigentlich, oder? Da muss ich 786,9. Ich weiß nicht, wie groß der Abstand da ist. Ich fliege aber hinter, nehme den Schwung mit und verlasse dann das System. Das sollte wohl richtig sein, ne? So, und dann müssen wir jetzt unseren Pfeil dahin bringen wieder, wo es blau ist. Halt, stopp, das muss jetzt hier irgendwo sein. Da oben ist es. So. Und das Ganze findet gleich in 17 Minuten statt. Und ich muss dann so und so viel brennen. Ich glaube, das lassen wir mal so. Wir switchen mal ein paar Minuten vor. 14. 17, 11, 10, 9, 8.
Ich müsste mal, ne, andersrum, ein bisschen tiefer noch. So, da ist es. Klein bisschen nach links. T, gut. Ich glaube, so ungefähr kommt das hin. In 6 Minuten. Lassen wir gerade die Zeit schneller runterlaufen. Ich glaube, noch einen mehr machen. 3, 2. Stopp. So, und jetzt müssen wir gleich brennen. Bisschen korrigieren müssen wir noch, sehe ich gerade, oder? Aber minimal nur. So, und das war's dann. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir diesen Kurs dahin kriegen, dass es klappt. So, 50 Sekunden haben wir gleich noch. Okay, Zeit rückt näher. Bin total gespannt, ob wir das hinkriegen, aber im Endeffekt ist es auch erstmal egal, weil wir jetzt die machen. Wir haben genug Sprit noch, hat der Dralo gesagt, glaube ich auch noch. Ich sehe es jetzt nicht, ich will es auch nicht gucken, weil wir gerade nur noch 27 Sekunden haben. Bin total gespannt. Aber kriegen wir schon hin. So, Z und X. So, 16, 15. So, auf ein neues. So, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Wir brennen jetzt schön runter. Der Kreis dreht sich und bewegt sich. Wird auch größer und wir haben keinen Saft mehr. Ich glaube, wir müssen eine Stufe absprengen. Kann das sein? Macht er nicht. Super. Ob das noch geht? Ich hoffe, das war jetzt zeitlich nicht zu sehr verzögert. Aber wir werden es jetzt sehen, wenn hier, das wird ja jetzt hier permanent größer, oder? Okay. Und es ist Vollschub. Ich hoffe, das ist so richtig berechnet, aber wird werden, denke ich mal, oder? Sonst müssen wir es nachher nochmal korrigieren. X ist gefragt, ne? Dieses kleine Ding macht jetzt seine Arbeit. Oh, da wird es auch nicht weniger, da brauchen wir uns also keine Sorgen machen. Das kriegen wir schon hin. Geschwindigkeit wird schneller, alles gut. Das Einzige, was nicht besser wird, wird unser Umlaufbahn da. Aber noch sieht es prima aus, finde ich. Können wir mal gerade reingucken. Ich glaube, es zieht sich zur Ideallinie ganz gut, oder? Irgendwie wird das gerade, ich glaube, die Berechnung war für das größere Triebwerk, kann das sein? Oder es wird jetzt gleich schneller, zügiger, das kann auch sein, ne? Ah, ich weiß nicht. Könnte auch sein. Aber dann haben wir ja auch noch Zeit, das zu korrigieren nochmal. Das ist, denke ich mal, nicht so wild, oder? Nur 30 noch. Aber es wird ja größer, das Ding. Was haben wir denn hier so zur Zeit? 6,5. Und wächst.
Wir haben eben zu viel Zeit verloren, ist aber glaube ich nicht so ganz so schlimm. Kriegen wir noch hin. So, 80 nur noch. Ich denke mal, dass wir ein klein bisschen länger brennen müssen. Kriegen wir aber auch hin. Upp. Ah, okay. Ich will jetzt nicht die falschen Punkte erfassen, ne? Warte mal, das wäre jetzt unser Abstand zum Moon. Moon Peril Apsis. Oh, das ist nicht gut. Da müsste ich ja jetzt... Ach, der macht so einen Schlenker da. Geht drauf und dann da drum rum, ne? Kann das sein? Ja, ich glaube, jetzt sind wir... Oh, oh. Gläser weg. Shit. Ne, es muss ja zu dem Blauen hin, zu dem Lilanen. Ich hoffe, ich mach's noch richtig. Es muss ja daneben her eigentlich, oder? Jetzt geht's nebenher. Boah, ich weiß es nicht. Was sind das hier für ein Ding hier? Kerbin-Perapsis haben wir dann. Ich glaube, wir sehen den Mund gleich nicht mehr. Ja. Das ist schon lange Vergangenheit, denke ich mal. Das lochen wir aber weg. Wir fliegen noch vorher, kann das sein? Machen wir noch Gas. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich da tue, aber es sieht gut aus eigentlich, oder? Moon Escape, okay. Ist nur die Frage. Ich will auch nicht zu dicht, sonst bin ich nachher kaputt, ne? Aber eigentlich sieht das doch jetzt richtig gut aus, oder? Und da es ja noch einen Weg drumherum gibt, der keine Atmosphäre hat, müsste das doch jetzt passend sein, oder? Ja, ich denke mal, das ist aber eine Geschichte, die mir der Drado dann sagt, dass das passend ist. Sieht gut aus, meine ich. Ich glaube, wir sind da auf dem besten Weg. Müsste klappen. Jetzt gucke ich mal gerade in der Horizontalen. Aber wir sind ein bisschen abgestürzt. Das müssten wir noch korrigieren, dass wir nicht nach unten fliegen, glaube. Aber das kriegen wir in der nächsten Folge hin. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.